So, hallihallo, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, da sind wir wieder. Und wie immer habe ich natürlich einen Gast heute. Ganz oben in der Ecke hat er sich versteckt. Hallo Alexander, guten Abend. Hallo zusammen. Super, dass du da bist. Ja, wir wollen heute über ein offensichtlich total wichtiges Thema reden. Ich bin ganz überrascht über die Resonanz auf unsere Veranstaltung, denn weit über 200 Leute haben gesagt, hey, das ist wichtig für uns, die Veranstaltung, da wollen wir teilnehmen. Großartig. Also ich hoffe, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde da draußen, ihr schaut uns jetzt auch dann zu. Schreibt uns gerne in die Kommentare, von wo ihr uns zuschaut, damit wir wissen, dass ihr da seid überhaupt. Und außerdem natürlich unbedingt eure Fragen an den Alexander. Die dürft ihr in die Kommentare schreiben. Wir versuchen, die alle abzuarbeiten. Und deswegen, also wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Dann werden wir da entsprechend im Laufe des Abends drüber reden. Ja, Alexander, super, dass du heute Abend da bist. Wie gesagt, ein ganz spannendes Thema. Der Winter steht vor der Tür. Die ersten Fröste hat es, glaube ich, im Osten gegeben. Dresden hatte, glaube ich, 0 Grad heute Nacht. Ganz spannendes Thema. Aber warum, jetzt mal ganz ehrlich, warum bist du diejenigen, die dich nicht kennen? Warum bist du denn der Experte, der uns heute Abend hier etwas zum Thema Chili erzählt? Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Alexander Hicks, werde dieses Jahr bald 38 und beschäftige mich jetzt schon fast 20 oder ein bisschen Jahren intensivst mit Chilis und habe das am Anfang hobbymäßig gemacht und zwischenzeitlich ist es eben ja meine Besessenheit zum Beruf geworden. Habe damals begonnen mit ja 13 Sorten, dann ist es über 34 Sorten im nächsten Jahr und dann ist es halt eben irgendwann mal explodiert auf über 300 Sorten und inzwischen ja, sind wir bei weit über 1000 Sorten, die wir jedes Jahr anbauen. Im Archiv selber sind es manchmal sogar fast 2000 bis 3000 Sorten. Immer die Definitionssache, was ist eine Sorte? Und in dieser Zeit, als ich es noch hobbymäßig gemacht habe, habe ich natürlich sehr viele Überwinterungsversuche gemacht und natürlich auch, also seitdem ich das auch ja profimäßig im gartenbaulichen Bereich mache, habe ich natürlich auch meine ein oder andere Erfahrung gesammelt mit dem Thema Überwintern. Und das ist einfach aktuell ein sehr, sehr stark gefragtes Thema. Deswegen haben wir uns ja auch gesagt, wir setzen uns da zusammen und machen dazu nochmal ein Live. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung, da war das jede dritte Frage war, kann man die auch überwintern? Wie überwintere ich die? Und deswegen jetzt eben hier heute will ich ja eben einige Sachen beantworten, einige Sachen sehr Ich allgemein falle dir direkt beantworten. einmal ins Wort, Alexander, wenn ich darf. Ich falle dir direkt einmal ins Wort. Du hast es gerade angesprochen, das Stichwort gegeben. Kann man jede Chili grundsätzlich überwintern? Grundsätzlich ja. In der Ankündigung haben wir es ja schon reingeschrieben. Capsicum annuum heißt ja eigentlich einjährig und deswegen sagen ja viele Leute, ist ja wahrscheinlich nur ein Jahr, kann man sie nur ein Jahr lang halten. Ich bin persönlich der Meinung, das einjährig hat man damals so bezeichnet, weil als die ersten Leute Chilis angebaut haben, also die ersten Europäer, die ersten aus der alten Welt, hatten die Probleme, die überhaupt reif zu bekommen. Und die Capsicum annuums waren die, die sie in dem ersten Jahr reif bekommen haben. Die meisten anderen haben sie erst eben später reif bekommen. Deswegen hat man dann die eben annuum einjährig genannt. Tatsächlich kann man die aber genauso überwintern. Die ursprüngliche Art ist von der Capsicum annuum wächst wild in Mexiko und ist teilweise auch, ja, werden die Pflanzen 10 bis 15 Jahre alt. Da geht es aber natürlich darum, die haben natürlich dort nicht unbedingt die Kälte wie bei uns. Deswegen, man kann alle Chilis überwintern, aber bei uns sind sie nicht frostfest, Schrägstrich, winterhart. Was macht man denn jetzt grundsätzlich, wenn man sich überlegt, also Chili stand jetzt das ganze Jahr hier schön draußen und was sind jetzt überhaupt so die ersten Schritte? Was muss ich mir überlegen? Was muss ich für Rahmenbedingungen zur Verfügung haben, dass eine Überwinterung grundsätzlich möglich ist? Oder ist es sogar tatsächlich sorten- oder artenabhängig, dass ich unterschiedlich überwintern muss? Tatsächlich also ich sage immer so, manche Arten, Sorten haben mehr Lebenswillen als andere. Liegt ein bisschen immer daran, wie viel hat die Pflanze geleistet über den Sommer. Wenn man natürlich so eine dickfleischige Paprika hat, man hat die richtig verwöhnt mit Nährstoffen und der ging es richtig gut, dann hat die vielleicht eben ein paar Kilo Früchte runtergebracht. Das heißt, ja sehr viel Energie reingesteckt.
Und wenn man natürlich dagegen Sorten hat, die sehr kleinfruchtig sind, die vielleicht zwar auch hunderte oder sogar tausende Früchte an der Pflanze hatten, aber einfach viel weniger Energie gebraucht hat, dann ist die vielleicht eben lebensfreudiger. Ja, aber grundsätzlich kann man jede über den Winter bringen. Ich kann ja gleich mal eine kleine Anekdote von Winter 2019 auf 20 erzählen. Da haben wir versehentlich ein paar hundert Pflanzen überwintert. Versehentlich heißt, die standen in der Gartenreihe auf den Tischen, sollten eigentlich entsorgt werden und die Tische sauber gemacht werden. Hatten wir einfach keine Zeit dazu. Als wir Ende Januar endlich dazugekommen sind, uns darum zu kümmern, waren sie alle so fleißig am Austreiben, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir sie auch nicht mehr wegschmeißen. Ja. Und dabei waren eben auch Sorten und Arten durch die Bank weg, alles, wie gesagt, ein paar haben nicht überlebt von Arten, die sonst immer sehr einfach sind und umgekehrt Arten, wo man sagt, lohnt sich eigentlich kaum zu überwintern, haben den Winter gut überstanden. Du, da muss ich auch direkt wieder einhaken, hast du auch ein Stichwort gegeben. Wir werden nämlich gefragt in den Kommentaren, wie ist das mit der frühjährlichen Wiedererweckung? Kannst du da mal insbesondere darauf eingehen, weil offensichtlich viele dann ungeduldig sind und denken, Mensch, warum passiert da nichts? Genauso, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Wie sieht das aus? Wie ist das mit der Wiedererweckung? Also, für mich ist es fast schon ein Sprung zu schnell, dass wir jetzt gleich auf die frühjährliche Wiedererweckung gehen, aus dem Grund, weil es kommt immer darauf an, wie hat man es denn über den Winter gebracht. Ja, also... Okay, dann machen wir erstmal bei den Überwinterungsfragen weiter, wenn das eine wichtige Voraussetzung ist. Genau, wir gehen nachher nochmal drauf ein, aber wie gesagt, jetzt ist es erst sozusagen, sonst wiederhole ich mich zu oft. Ja. Genau. Also dann interessiert uns jetzt natürlich, welche Arten von Überwinterungsmethoden gibt es denn und vor allen Dingen natürlich von dir als Profi, was empfiehlst du, gerade dann, wenn ich vielleicht nur eine Wohnung zur Verfügung habe, kein eigenes beheiztes Gewächshaus, was mache ich dann? Was sind deine Empfehlungen? Was sind die unterschiedlichen Arten zu überwintern? Genau, also ich unterscheide immer gerne drei Arten zur Überwinterung von den Chilis. Einmal sind wir im Bereich hell und kalt, einmal sind wir im Bereich hell und warm und einmal sind wir im Bereich dunkel und kalt. Was es da ja natürlich nicht gibt, ist dunkel und warm. Das geht gar nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn es die Pflanzen warm haben und es ist dunkel, dann denken sie, hier stimmt was nicht. Ich muss mal schauen, wo ist hier das Licht. Und dann treiben sie aus und suchen das Licht, kriegen lange Triebe, kriegen lange gelbe, hellgelbe, fast weiße Triebe, die extrem geilig sind, also extrem dünn sind und sehr leicht abbrechen. Also macht einfach gar keinen Sinn. Also das kann man sich eben ja, gleich streichen, wenn man nur einen dunklen Ort hat, wo es aber sehr warm ist, dann muss man da nicht erst mit anfangen. Am einfachsten, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ist es, kühl und hell zu überwintern. Der Klassiker da sind Dachfenster auf dem Dachboden, unbeheizter Dachboden oder frostfrei gehaltener Dachboden mit Fenster, also mit Dachfenster, wo man die Pflanzen drunter stellen kann. Es gibt natürlich noch die anderen Klassiker, was man sehr, sehr häufig hört, sind Leute, die sagen... Darf ich da noch einmal ganz kurz nachfragen, bitte? Also welche Temperatur darf denn dabei auf keinen Fall unterschritten werden, wenn ich jetzt bei dem Thema kühl und hell bin? Temperatur ist immer noch sehr stark abhängig davon, wie feucht die zu dem Zeitpunkt steht. Ja, das heißt, wir reden jetzt davon, wenn man jetzt ein frostfrei gehaltenes Dachboden hat, wo es also nie friert, aber schon mal unter 5 Grad fällt, dann muss man natürlich einfach so weit aufpassen, dass man weiß, wenn es richtig kalt ist, sollte man die Pflanzen ein bisschen trockener stehen lassen. Also als Beispiel tatsächlich, die Pflanzen, die ich jetzt hier stehen habe, im Gewächshaus, die habe ich bewusst eine Weile lang nicht gegossen, weil angekündigt war, dass es jetzt übers Wochenende extrem kalt werden soll, damit die einfach nicht nass stehen. Heute habe ich begonnen, die ersten wieder auszugießen, weil ab heute soll es eben nachts wieder nur 8 Grad und nicht mehr eben nur 2 Grad werden. Ja, das heißt, nach dieser Feuchtigkeitsregel muss man sich ein bisschen halten. Das heißt also, wenn man weiß, es wird richtig kalt, dann muss man schauen, dass es das Zeug richtig trocken stehen lässt. Dann vertragen sie auch tiefere Temperaturen. Ist die Pflanze nass, dann kann es auch bei höheren Temperaturen eben zu Problemen führen. Das heißt also,
Sehr häufig wollen die Leute, dass man sich festlegt und sagt, sag mal eine konkrete Temperatur. Ja? Und dann ist es eigentlich halt immer, ist halt sehr, sehr schwer, weil es kann halt bei 8 Grad, wenn die Pflanze nass steht, wirklich nass, kann die Pflanze kaputt gehen. Die Pflanze kann aber auch überleben bei 2 Grad, wenn sie richtig trocken steht. Ja? Das sind also sozusagen die Unterschiede, die es da eben gibt. Wichtig ist also natürlich immer das, was ich ja gesagt habe, mit dem kalt und hell, dass es in dem Zeitpunkt halt trotzdem hell ist und desto wärmer es wird, desto heller muss es eben auch im Verhältnis dazu werden. Ja. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, ich habe ein unbeheiztes Gästezimmer und plötzlich kriegt man einen Gast, der 2, 3 Wochen bleibt und der mag es mollig warm und stellt dann die Heizung an und hat dann immer 28 Grad drin. Und das Fenster ist halt relativ klein oder ähnliches und dann kommt eben zu wenig Licht rein, aber dagegen eben zu warm. Das war eben das, was ich ja beispielhaft vorher erzählt habe mit dem Dunkel und Warm. Ja. Können wir mal ganz kurz über das Szenario Dunkel und Kalt sprechen? Joe fragt nämlich ganz konkret nach, wie so ein Szenario idealerweise aussieht. Er fragt sehr dezidiert, Pflanze abduschen, Wurzeln selber stark zurückschneiden, Wurzeln im Wassereimer zwischenlagern, die Erde nochmal in den Backofen. Und ja, wie siehst du das? Also wie siehst du solche Szenarien dann im Bereich dunkel und kühl? Oder dunkel und dunkel, ja. Da halt auch am liebsten absolut dunkel. Wenn es halt nur, also ganz häufig höre ich Sachen wie, ich habe ein kleines Kellerfenster, da kommt fast kein Licht durch. Dann sage ich, wenn da sowieso fast kein Licht durchkommt, dann häng doch das Kellerfenster ab, mach's komplett dunkel. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie kalt ist es wirklich im Keller. Ja? Viele Leute stellen sich diese Kälte im Keller kälter vor, als es ist, weil oben ist es schön warm in der Wohnung und geht man runter im Keller und sagt so, ja, hier ist schon gut frisch. Da es aber sehr unterschiedlich ist, wie kühl das ist, muss man einfach ja, sich dem bewusst sein, dass manche Keller einfach schon zu warm sind. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Sprung, wo ich hier heute sitze. Ich sitze nämlich heute hier in einem Kellergewächshaus. Ja, also man sieht ja hinter mir, hier sieht man jetzt meinen Finger, bis hierher geht die Mauer. Das heißt, bis hier ist die Erdgrenze und dieses Stück ist sozusagen alles unter der Erde. Und ich habe mich bewusst jetzt hier heute in dieses Gewächshaus gesetzt, aus nämlich genau dem Grund, es strahlt im Winter von unten warm rauf, in dem Sinn, weil die Erde in der Tiefe eigentlich immer gleich warm, gleich kalt ist. Im Sommer strahlt es eben kühl rauf im Verhältnis zu der Außentemperatur und im Winter strahlt es eben warm rauf. Und so ähnlich verhält es sich ja in den Kellern ja überall so. Die sind eigentlich sehr konstant, die Temperaturen, wenn man nicht gerade irgendwelche Maschinen drin betreibt, die Wärme abstrahlen. Darauf muss man eben auch ein bisschen achten. Leute, die Durchlauferhitzer im Keller haben, können natürlich dann eben eine Wärmequelle sein. Ja? Und deswegen eben jetzt nochmal zurück zum Fenster zu kommen, da eben dunkel und kühl, also wirklich das Fenster eher ab. Was der Joe da beschrieben hat, ist schon natürlich schon ein sehr komplexes Szenario. Und ich persönlich würde nicht so weit hingehen, die Erde abzukochen. Tatsächlich, wenn ich in dem Szenario beschreibt er ja, dass er die Pflanze aus einem größeren Kübel in einen kleineren Kübel packt. Und dazu habe ich auch hier was vorbereitet. Das ist jetzt ein kleiner Topf, wie ihr jetzt hier seht, meiner magischen Hand. Das ist ein 12 cm Topf, also nicht ganz ein Liter Volumen. Und man kann durchaus so eine Pflanze, wie sie hinter mir steht, hier aus einem 6,5 Liter Topf so weit zurücktopfen, dass er nur noch in einem Liter steht. Also weniger als ein Liter steht. Oder eben, wie der Joe beschrieben hat, in der Bonsai-Schale. Das geht auch. Man muss aber einfach sich dann auch bewusst sein, in dem Szenario schneidet man das Wurzelwerk stark zurück. Und in dem Moment, wo das Wurzelwerk beschnitten wird, sagt die Pflanze, hey, ich würde gern, was ist hier passiert? Ich muss mal schauen, was sich in meiner Umgebung abspielt.
man treibt die neue Wurzeln raus. Und aus dem Grund würde ich da lieber zur neuen Erde greifen, statt zur abgebackenen alten Erde. Dann können die neuen Wurzeln nämlich gleich sehen, okay, hier gibt es was, hier gibt es ein bisschen Platz, relativ wenig, deswegen will ich jetzt mal nicht so stark wachsen, aber ich kann trotzdem eine gute Versorgung annehmen, ja. Und dann kann man sie schon wieder in dem Szenario kalt und dunkel stellen, ohne Probleme. Und es kann sein, dass einzelne Triebe ganz leicht durchkommen, aber eigentlich passiert dann eher wenig. Man muss also eben da auch wieder das Wasserhaushalt haben. Gegen dieses Abbacken spricht natürlich auch genau das, wenn es eine alte Erde ist, wo die Struktur schon angeschlagen ist, man backt es ja noch auf und zerbröselt, also kriegt Sachen so weit runter getrocknet, zu weit runter getrocknet, dass sie dann auch noch weiter ihre Struktur verlieren. Dann kann es eben ganz schnell dazu passieren, man gießt sie nur ganz leicht, aber im unteren Bereich bildet sich dann so eine Faulschicht. Also so eine Schicht, weil die Struktur einfach so zerstört ist, dass das Wasser gar nicht mehr, keine Drainage mehr nach unten hat, dass sie dann eben dort das wenige Wasser sich ansammelt. Die Pflanze hat keine Wurzeln zu dem Zeitpunkt, um es aufzusaugen. Deswegen lieber neue Erde, die noch eine gute Drainage hat, da in dem Szenario nutzen. Man braucht dann ja eh auch weniger Erde, weil man die Pflanze ja dann stark zum Teil zurücktopft, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne? Das heißt, man braucht dann eh nicht die viele Erde. Jetzt hast du schon gerade einmal vom Wurzelrückschnitt gesprochen, vom Rückschnitt allgemein. Zum Thema Rückschnitt haben uns natürlich auch ganz viele Fragen erreicht, nämlich die Frage, wie schneide ich denn eigentlich richtig? Wann schneide ich? Wie viel schneide ich? Was kannst du zum Thema Rückschnitt sagen? Genau, dazu stehe ich jetzt einfach mal auf. Und stelle mich mal, ob das noch so passt. Ja, jetzt bist du in der wunderbaren Kamera 2 mal, hervorragend. Genau, jetzt bin ich in Kamera 2 neben den Pflanzen. Und dann hole ich nämlich gleich mal diese hier nach vorne. Die ist leider nicht ganz so schön gewachsen, ist aber ein sehr gutes Beispiel, um im Rückschnitt zu zeigen. Man sieht, dass die Pflanzen sich schön verzweigt hat. Also ich finde, unten neue Triebe gemacht hat ein paar, aber hier oben auch eine Verzweigung hat. Und mein persönliches Ansehen ist immer, schau, dass man beim Rückschnitt, besonders im Herbst, zu der Pflanze noch sehr viel Potenzial gibt, weiter austreiben zu dürfen. Das heißt, die Pflanzen treiben wir immer bei den Blattachseln aus. Deswegen habe ich früher immer gesagt, zählt von unten, dass wir mindestens noch 5 Blattachseln haben. 1, 2, 3, hier ist eine schon ausgetrieben, 5, dann wären wir hier. Das heißt, wenn man einen Radikalschnitt machen möchte, können wir tatsächlich direkt hier einfach einmal alles abschneiden. Das wäre dann schon sehr, sehr radikal. Wenn man aber eben sich gleich überlegen möchte, soll denn die Pflanze nächstes Jahr aussehen, dann sollte man vielleicht eben nicht hier unten abschneiden, sondern den Haupttrieb entlang gehen, bis die Verzweigungen kommen. Dann würde ich wirklich von jeder Verzweigung wirklich noch eine Nodi, also ein Blatt ab, stehen lassen, dann hat man schon eine schöne Form. Man kann die Pflanze von hier oben austreiben und man kann sie eben so ein bisschen mehr formen. Ja. Wenn man sie jetzt hier unten radikal ausschneidet, dann kommen hier unten vielleicht 4, 5 Triebe rauf, die eben direkt unten am Boden sind, wo eben wenig Luft zwischen den Blättern, zwischen den Trieben und der Erde ist und das ist eben nicht ganz so optimal. Ja. Und um das nochmal besser zu veranschaulichen, schneide ich jetzt einfach mal die, wie ich sie schneiden würde. Also damit ihr sie hier nochmal seht. Also hier ist ein langer noch ein langer Trieb nach oben. Der ist sowieso leider nicht so schön. Was ich jetzt machen würde, ist, wie gesagt, hier der unterste Seitentrieb, der sich gebildet hat, würde ich hier wegschneiden. Hier. So. So. Da hängt mir jetzt noch einen Stab dran, noch einen Stab mal gerade raus. Und dann sieht man, da geht schon einiges weg. Und in dem Moment würde ich es aber tatsächlich genau so lassen und die Blätter auch dran lassen. Also, hoffen wir, sieht es gut. Die Blätter würde ich, gut, eben, ja? Genau, würde ich jetzt nicht entfernen, höchstens sie sind beschädigt. Oder haben deutliche Zeichen, dass sie eben Probleme machen könnten. Sonst würde ich wirklich ein paar Blätter dran lassen,
sowas wie Knospen und Blüten, hier jetzt noch eine Blüte dran, die würde ich wegmachen, die Fruchtansatz hier würde ich wegmachen. Und dann würde ich die Pflanze so stehen lassen, so entweder stehen lassen oder eben wie vorhin gesagt, mal schauen, ob sie, wie gut sie durchwurzelt ist. Jetzt auch hier aus dem Topf raus, also Oh ja. hat ein sehr schönes Wurzelbild. Und wie kriege ich jetzt die in so einen kleinen Topf rein? Ich nehme da tatsächlich einfach so ein, ja, so ein Sägezahnmesser, steche das rein, ungefähr in den in dem Durchmesser von dem Topf, in dem sie rein soll, und schneide es dann wirklich raus. Ja. Das heißt, du schneidest wirklich raus. Du nimmst, entfernst nicht die Erde oder so, schneidest Wurzeln zurück, sondern ganz klassisch einmal drumherum. Genau, klassisch einmal drumherum. Warum mache ich das? Weil ich früher meine Pflanzen sehr häufig in riesigen Töpfen drin hatte. Die konnte ich gar nicht richtig bewegen. Also wir reden hier von 40 Liter bis noch viel, viel mehr Liter. Und da kann ich den ganzen Wurzelball natürlich nicht entfernen. Und ich bin einfach, also es macht auch viel weniger Sauerei, wenn man es einfach rausschneidet, die restliche Erde dann noch zusammen hat. Wenn man es zerbröselt, dann noch mit der Schere beschneidet, ist es halt sehr, sehr aufwendig und sehr intensiv. Und Sag mal ganz kurz eine Frage direkt, war jetzt gerade noch mal zum Einwintern. Muss man zwingend umtopfen, zurücktopfen oder kann man sie auch in dem Topf stehen lassen, in dem sie war? man kann es natürlich machen. Also das war jetzt vorhin nur in dem Szenario so beschrieben mit dem Zurücktopfen. Macht natürlich in dem Sinn, wenn man weiß, man hat nicht so viel Platz oder man möchte lieber vier, fünf Pflanzen über den Winter bringen und nicht nur eine. Man kann die Pflanzen natürlich direkt in dem Topf überwintern, also in der Größe überwintern, wie man hat. Man muss dieses Wurzelwerk auch gar nicht beschneiden. Aber ganz wichtig, was ich ja gerade gemacht habe, war ja das ganze Wurzelbein aus dem Topf rausgenommen, um zu schauen, wie sieht der aus. Vorhin, ich habe auch gleichzeitig auch erzählt, wenn es ein sehr großer Topf ist, ist es natürlich sehr schwierig, das zu machen. Aber da halt irgendwie schauen, ob man den Topf hochstellen kann und schauen kann, unten von den Löchern, wie ist da unten die Erde? Ist es da sehr, sehr nass, wenn es oben noch schon sehr trocken ist? Und da ein bisschen schauen, wenn so eine Pflanze halt über die Saison, sagen wir mal, im großen Topf steht, dann sind natürlich immer feine kleine Teile, die werden durchgespült durch den Topf, die sammeln sich eben unten. Und sowas ist eigentlich eher unschön beim Überwintern. Ja. Das heißt, wenn es so kleine Töpfe sind wie hier, ist es ja gar kein Problem, die Pflanze eben rausziehen, sich Wurzelbild anschauen, sind überall genug Wurzeln dran, dass die auch das Wasser versorgen kann, das man ihr eben gibt und ist eben unten ja eine trockene Schicht. Ja. Nochmal zurück bitte zum Thema Rückschnitt. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Also fragt zum Beispiel hier ein Zuschauer, ist der richtige Zeitpunkt, wenn noch Früchte dran sind oder soll man erst warten, bis die reifen und dann zurückschneiden? Wann wäre so der richtige Zeitpunkt? Genau, also aktuell ist ja so, sehr viele Leute sagen ja, ich habe noch sehr viele unreife Früchte dran. Deswegen ist ja auch eine der Fragen neben dem Überwintern, wie kann ich meine Früchte noch nachreifen lassen? Das heißt, wenn man das Ziel hat der Nachreifung, dann bringt man die Pflanze erstmal rein oder stellt sie irgendwo geschützt hin, wo sie eben nachreifen kann. Zum Nachreifen braucht es halt eben auch ausreichend Licht und ausreichend Wärme. Und auch am besten im richtigen Verhältnis. Das heißt also nicht unbedingt im 30 Grad warmen Badezimmer stellen, wo es nur ein kleines Fenster gibt, sondern lieber größere Fenster oder eben nicht ganz so warm stellen. Und wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt ist es soweit, da wird nicht mehr arg viel reif oder die paar Früchte, die jetzt noch kommen, die schenke ich mir. Dann kann man es natürlich in den Wintermodus stecken. Die große Frage ist natürlich immer, vorher beschneiden, nachher beschneiden, was ist geschickter? Früher war ich ein Freund von sehr radikalen Schnitten. Jetzt habe ich euch ja gezeigt, dass ja noch einiges an Blattmasse noch dran war. Ja? Und so kann man dann durchaus im Herbst schon so einen leicht, also noch nicht zum ganz so einen stark radikalen Schnitt machen. Hat den Vorteil eben auch, dass die über die Blätter noch ein bisschen dass die Erde, die Feuchtigkeit aufgezogen wird. Wenn die Erde nass steht und die Pflanze hat keine Möglichkeit,
das zu veratmen oder das durchzubringen, dann beginnst du Triebe zu schieben. Und die Triebe brauchen wieder Energie, brauchen wieder Kraft. Deswegen ist immer geschickt, die hat noch so ein paar Blätter, die so im Verhältnis stehen zu dem, wie viel Wurzeln sie noch hat, wie viel Wasser sie noch bekommt. Ja. Und tatsächlich ist mein Vorgehen aktuell halt immer so, im Herbst beschneiden und im Frühjahr dann eben nochmal nachschneiden. Zu sehen, sind einzelne Triebe vielleicht doch eben zurückgestorben, sind, wie möchte ich denn meine Pflanze jetzt gestalten? Das ist ja schön, nachdem man sie überwintert hat, kann man die Chili halt eben auch noch ein bisschen gestalten. Da habe ich euch, kurz kommen wir auch mal so ein bisschen näher an die Kamera, da habe ich euch jetzt auch eine mitgebracht, jetzt einen einzelnen Trieb, der nach oben geht. Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, will ich nächstes Jahr auch Triebe, die eher nach oben gehen? Will ich den eher in die Höhe bekommen oder will ich sie eher flach haben? Das war ja, was ich ja vorhin auch schon gezeigt habe. Wenn ich sie eher flach haben möchte, dann kann ich eben die hohen Triebe rausschneiden und die niedrigen Triebe die Spitzen abschneiden, damit sie eben von unten neu verzweigt. Dann wird sie von unten ganz buschig und bleibt vielleicht eben kompakter, als wenn ich sie eben von oben beschneide und dann hat sie oben noch einen Trieb, der nach oben geht. Da gibt es auch immer ein Thema Chilis beschneiden, ja auch immer. Klassischerweise kennt man das von den meisten anderen Pflanzen so, man beschneidet sie beim Blattpaar und dann kommt ein oder zwei Triebe also an der Seite raus und dann geht es eben so wieder nach oben. Ja. Und bei Chilis passiert es bei manchen Sorten tatsächlich so, dass sie die obersten Blattinternodien, also die Nodien sozusagen, dass sie dort austreibt und bei anderen Sorten treibt sie eben von unten aus. Und das ist was, das muss man natürlich einfach durch Erfahrung rauskriegen, wo es dann eben eher austreibt. Ja. Das heißt, es kann durchaus sein, man schneidet so oben ab und erwartet, dass unten von unten Triebe kommen und dann kommt er wohl ganz oben in Trieb. Ja. Jetzt müssen wir nochmal einmal zurückkommen. Wir haben die Chili jetzt entsprechend geschnitten, wir haben sie vielleicht umgetopft. Wie sieht das aus? Wird auch gefragt in den Kommentaren immer wieder, wie sieht es mit dem Gießen aus? Du sagst ja immer, möglichst, gerade wenn es kühl ist, eher trockener stehen lassen. Wie oft, wie häufig gieße ich und wie mache ich das am besten? Genau, also da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Früher habe ich gerne pauschal gesagt, im Winter so einmal alle 3 bis 4 Wochen gießen. Das kann man so, sage ich so nicht mehr, aus dem einfachen Grund, es spielt halt einfach wirklich so viel eine Rolle. Wenn die halt auch kühl steht und es kommt mal ein sonniger Tag, dann zieht die an einem sonnigen Tag halt doch einfach durch das Licht getriggert mehr Feuchtigkeit durch oder dann wird es eben vielleicht doch 1-2 Grad wärmer, als es sonst das ganze Jahr lang ist. Und dann muss man halt einfach immer ein gutes Auge drauf haben. Ja? Und dann aber auch manchmal bewusst sein und sagen, okay, die Pflanze ist jetzt sehr, sehr trocken, aber ich weiß, es soll jetzt ganz dunkel werden, es soll jetzt ganz kalt werden die nächsten Tage. Ich gieße nicht. Ich gieße bewusst nicht. Ja? Deswegen, es ist so, man muss sich da ein bisschen rantasten. Man darf nicht gut düngen, einfach eine Gießanweisung geben, wie man es am Nachbarn gibt, über den Sommerurlaub, wo man sagt, gieß die einmal in der Woche. Sondern da muss man einfach wirklich ein bisschen sich rantasten und schauen, was kann ich machen, wenn ich dir jetzt im übertriebenen Sinn gesprochen sage, was passiert, wenn ich dir jetzt nur einen Schnapsbecher voll Wasser gebe diese Woche? Stehen die Blätter trotzdem noch oder hängen sie schon? Dass man da sich so ein bisschen rantastet. Und dann eben immer ganz wichtig, ja, das Wetter im Blick haben, wie wird das Wetter nicht nur von den Temperaturen heben, sondern eben auch von den Lichtverhältnissen her. Ja. Wenn es angekündigt ist, dass es 3 Tage lang durchstürmen soll, einen Schneesturm geben soll, und die steht ebenartig und das Fenster könnte zugeschneit werden oder Ähnliches, dann sollte man eben schauen, dass man das da eben trockener hält. Wir müssen ja über ein Szenario noch sprechen, nämlich über hell und warm. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Kannst du dazu noch mal was sagen, wenn man versucht, mit dem Szenario zu überwintern, weil die Verena zum Beispiel fragt, kann ich die Pflanze denn nicht, wenn ich die warm und hell stelle, ganzjährig blühen lassen, dann spiele ich selber noch Bienchen. Geht das, dass sie dann ganzjährig quasi Früchte produziert? Doch, klar, das geht.
Meistens aber muss man halt bedenken, hell ist im Winter einfach nicht hell genug. Das heißt, da braucht man dann zusätzliche Beleuchtung, wenn man das machen möchte. Ja, weil im Winter, die Tage werden jetzt halt einfach schon immer kürzer. Man merkt es ja jetzt schon. Es ist 6:30. Ich sitze hier im Gewächshaus und langsam wird es duster. Und dementsprechend gibt es dann einfach dann die Tage, wo es einfach zu dunkel wird. Und dann ist natürlich die Frage, möchte man dann auf seinen Komfort im Wohnzimmer verzichten und die Heizung ausstellen? Oder fühlt man sich gestört, wenn eben zusätzliche Beleuchtung dann angehen muss? Ja. Und deswegen, es geht auf jeden Fall. Das ist aber, weil wenn wir von warm und hell reden, ist es einfach das, wo man die meisten Probleme sich meistens mit reinschleppt. Auch wenn man versucht, die Pflanzen möglichst sauber reinzubekommen ins Haus, das heißt, davor abduschen, vielleicht nochmal mit Knoblauch sprühen, damit eben ja, ein schlechtes Klima für Läuse und Co. geschaffen wird. Spätestens, wenn dann irgendjemand zu Besuch kommt, einem eine Orchidee mitbringt, einen Weihnachtsstern mitbringt, hat man plötzlich wieder irgendein Ungeziefer dran. Und wenn es dann halt zu warm ist im Verhältnis zum Licht, dann wird die Pflanze weich. Das heißt, die ganzen Zellen werden weicher. Und wenn dann eben eine Blattlaus sich dorthin verirrt, dann sage ich immer so schön, dann feiert die dort eine Party. Und meistens merkt man es dann erst, wenn man so schmierige Stellen an den Scheiben hat. Ja, sagen wir mal, sie steht im Wohnzimmer an der Scheibe und irgendwann merkt man so, brauche ich jetzt eine Brille? Das wirkt alles so verschwommen. Und dann geht man näher hin und stellt fest, dass da so eine schmierige Schicht an der Scheibe ist. Und dann stellt man fest, seine Chili ist voll mit Läusen. Und dann glaubt man, ich habe es doch erst letzte Woche geprüft, da war keine einzige Laus zu finden und jetzt ist alles voll damit. Und das ist immer die allergrößte Frage, wo kommen die her? Ich habe schon Diskussionen mit Leuten geführt, die gesagt haben, es kann gar nicht sein, ich wohne im dritten Stock, wo soll da denn eine Laus herkommen? Ja? Da muss man nur seinen Nachbarn besuchen, der Zimmerpflanzen hat und dann hat man plötzlich an der Jacke eine Laus, eben gesagt, irgendwoher eine Blume geschenkt bekommen oder ähnliches. Es geht sehr, sehr schnell und die kommen auch überall hin. Aber die viel wichtige Frage ist ja gar nicht, wo kommt die Laus her, sondern wie kriege ich sie wieder weg? Wie kriege ich sie denn wieder weg? Ja gut, in der Wohnung ist es sehr herausfordernd. Wie gesagt, es gibt ja ein paar natürliche Mittel, die wir spritzen können. Ich habe ja schon das Knoblauch genannt. Das ist ja einer meiner Lieblingsmittel. Der Lebensgefährte, der Göttergatte und Co. könnten sich halt vielleicht daran stören, wenn es im Wohnzimmer immer nach Knoblauch riecht, ja. Manche Leute finden es ja sehr appetitanregend, aber andere Leute finden es ja eben störend und es ist ja eben genauso mit den anderen Mitteln auch. Oder auch das Problem, die Pflanze nehmen, ins Badezimmer verfrachten, in der Badewanne das Ganze abduschen. Oder eben dort irgendeine Behandlung rannehmen und plötzlich kann die Familie 2 Tage nicht in die Badewanne gehen, weil die Pflanze da jetzt eher aktuell in Quarantäne ist. Ja? Deswegen, da sieht man, da ist man einfach ein bisschen eingeschränkt. Es geht aber natürlich, dass man sie wegkriegt. Ganz lapidar gesagt, mechanisch. Man kann rangehen, wenn man sieht, es ist nur eine ganz kleine Population, kann man sie einfach händisch ja, töten. Ansonsten, wie gesagt, kann man sie eben spritzen. Man kann natürlich schauen, dass man sie, ja, dass man ein Klima schafft, wo die Läuse nicht mögen. Aber wie gesagt, wenn sie dann eben trotzdem da sind, wird es eben natürlich herausfordernd. Sei es Läuse, sei es Spinnmilben, sei es weiße Fliege, die halt in den Griff zu bekommen. Sehr häufig sagen die Leute, ich hatte es so gut im Wohnzimmer, das hat so gut geklappt, bis Weihnachten habe ich durchgehalten. Mit meinen Pflanzen. Und dann habe ich plötzlich Ungeziefer bekommen. Dann sage ich immer, ja, habt ihr denn euch einen Weihnachtsbaum geholt? Ja, wir haben uns einen Weihnachtsbaum geholt. Da kann es nämlich eben auch dran sein, dass da eben auch, ja. Da gibt es ja Horrorgeschichten, wie viele Schädlinge an so einem Weihnachtsbaum hängen. Also das ist ja, kommt ja auch bestimmt bald auch wieder ein Post, wo wieder gesagt wird, wie viele zusätzliche Bewohner man sich mit einem Weihnachtsbaum in die Wohnung holt. Also das ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Genau, und das ist ja genau das Problem. Den Weihnachtsbaum holt man sich halt auch ins Wohnzimmer, wo es hell und warm ist. Und den holt man sich eben nicht in dunklen Keller, ja. Deswegen, hat man eben da sehr viele Möglichkeiten, sich Schädlinge einzuschleppen. Ganz wichtig ist halt einfach vorher schauen, dass man
sich die nicht selber reinschleppt, dass man wirklich die Pflanze intensiv prüft, ist da irgendwas dran, prophylaktisch eben schon mal Knoblauch einsprüht. Für dieses Jahr sind wir ein bisschen spät dran. Da muss ich dich kurz noch mal bitte einmal unterbrechen. Entschuldige, Alexander. Du hast das Knoblauchwasser empfohlen. Das wird auch in den Kommentaren schon gefeiert als Thema. Aber es scheint ein Mischungsverhältnis erforderlich sein, weil eine Nutzerin schreibt, bei ihr hat es nicht so gut funktioniert. Wie setzt man das an? Oder ist es jetzt zu kompliziert? Weil der Jürgen fragt auch, kann man alternativ auch Neemöl nehmen? Nehmen geht auch, also nehmen geht grundsätzlich auch. Also man kann natürlich so mit solchen Mitteln arbeiten, man kann natürlich mit allen, also wir wollen ja keine in klassischen Sinn gesprochen chemische Gifte benutzen, wir wollen, wenn wir mit Gifte arbeiten, wollen wir Gifte benutzen, die wo Nachbars Hund nicht drunter von weg stirbt, sondern eben nur die Läuse, ja. Da gibt es ja einige im ökologischen Landbau, die auch zugelassen sind. Neemöl ist da eben eins davon. Spruzit ist eins davon. Das ist ja aus der Chrysantheme gewonnener Gift. Dann gibt es was wie Pref-AM. Das ist eben aus der Orangenschale das Öl, was man da eben nutzen kann. Und noch ein paar mehr. Genau, es gibt natürlich noch diese Kali-Seifengeschichten wie Neudosan. Und solche Mittel kann man natürlich auch immer benutzen, ja. Aber eben auch dort, auch wenn es eine niedrige Giftigkeit für uns hat, möchte man vielleicht nicht unbedingt ins Wohnzimmer benutzen, wo, was ich, das Kleinkind auf dem Boden rumkrabbelt und was ich, ein Schnuller auf dem Fensterbrett gelegt wurde oder ähnliches. Ja. Es ist natürlich nicht gesundheitsförderlich. Neemöl auch. Neemöl hat auch seine Tücken. Dementsprechend, man kann solche Sachen immer nutzen. Empfehlung ist da halt wirklich dann eben, ja, in den gesonderten Raum unter Quarantäne zu stellen, wie er gerade gesagt, das Badezimmer eben vielleicht für zwei Tage schließen, wenn es möglich ist, um dann solche Sachen durchzuführen. Man kann natürlich sowas auch prophylaktisch vorher machen, wenn man die Vermutung hat, da könnte Ungeziefer dran sein, kann man natürlich auch sagen, man spritzt einmal drüber. Man muss natürlich sich da einfach im Klaren sein, desto mehr wir solche Gifte einsetzen, desto mehr gewöhnen sich eben die Lausarten, die Schädlingsarten natürlich auch dran. Ja. Das heißt, wir sollten das natürlich wirklich mit Bedacht einsetzen. Das heißt, du hast es ja auch gerade angesprochen, also klassische chemische Keule kommt eh nicht in Frage, weil wir wollen das ja am liebsten auch essen. Und da sollte man nicht mit der Chemie zu sehr einhergehen. Aber jetzt, okay, also das heißt, warm und hell ist eine große Herausforderung, gerade was auch die Schädlinge anbelangt. Jetzt haben wir aber eine Frage auch noch bekommen. Wie sieht das denn mit einem unbeheizten Folientunnel aus? Kann ich darin überwintern? Ja, tatsächlich, also unbeheizt ist halt immer, also es geht nur, wenn es wirklich frostfrei gehalten werden kann. Ja? Da gilt das Gleiche, was ich eigentlich die ganzen Abend ja schon predige. Man muss immer, die Feuchtigkeit muss im richtigen Verhältnis stehen. Das heißt, wenn die Pflanzen trocken stehen und man das frostfrei halten kann, dann geht es durchaus. Ein guter Chili-Freund aus Wales, der überwintert seine Pflanzen regelmäßig im Folientunnel. Der heizt da schon ein bisschen zu. Das heißt, der hat ein Gasgebläse und hält das Ganze eben frostfrei. Und wenn es ganz kalt wird, deckt er die einzelnen Pflanzen noch ab. Ich weiß ja, von wem die Frage kam. Die kam von Markus. Hier ein Gruß nach Österreich. bei ihm geht es ja darum, dass er das ja professionell macht. Der Bio-Gemüsebau Hautzinger aus Österreich und die vertreiben natürlich professionell Bio-Chilis. Und der Energieeinsatz kann natürlich sehr schnell ins Unermessliche sich steigern, wenn es dann plötzlich doch einen ganz kalten Winter gibt, wenn man plötzlich auch, sagen wir mal, mit dem Gasgebläse so einen Folientunnel frostfrei halten will. Ich habe selber da schon Erfahrungen gemacht. 2019 haben wir auch noch ein paar Pflanzen ganz dringend gebraucht, haben 150 kW Gasgebläse eingesetzt und innerhalb von kürzester Zeit sehr viele 1000 Euro an Gas in dieses Haus reingeblasen. Das heißt, es geht im unbeheizten Folientunnel grundsätzlich nicht. Höchstens, es bleibt von sich aus frostfrei.
weil es eben ein milder Winter ist oder weil man eben in einer Gegend ist, in der es relativ mild ist. Ja, ja super. Also ich denke, die drei unterschiedlichen Arten, wie man überwintern kann, habe ich verstanden oder haben wir alle verstanden. Wenn du jetzt sagst, wie überwinterst du? Was ist die Art und Weise, wie du sagst, das ist für mich die beste Art und Weise, eine Chili tatsächlich zu überwintern? Also hell und kühl ist natürlich für mich die Methode der Wahl. Bei Gewächshäusern haben wir es natürlich den großen Vorteil. Wir haben durch transparente Dächer. Das heißt, ich habe nicht das Problem, was natürlich die anderen Leute haben. Ja, mein Fenster hat nur dann und dann Sonne. So haben wir natürlich die Möglichkeit, die hell und kühl zu überwintern. In so Gärtnereien haben wir meistens ja Heizungen verbaut und das sind wassergeführte Heizungen und die möchten natürlich, die müssen immer leicht beheizt werden, damit die Rohre nicht platzen. Das heißt, das ist in vielen Fällen, also im Gartenbau sozusagen ein Kostenpunkt, der sowieso schon da ist. So ein Gewächshaus frostfrei zu halten, ist ein Kostenpunkt, der schon da ist. Und da haben wir einfach schon sehr gute Erfolge gehabt, wie ich ja schon gesagt habe, versehentlich ein paar hundert Pflanzen überwintert in dem frostfrei gehaltenen Gewächshaus, aber auch natürlich bewusst überwinterte Pflanzen überwintert. Und da haben wir halt noch einen Tipp, egal wo man es macht, wenn man kühl und hell macht, wenn jetzt beispielsweise auch in einem Wintergarten, empfehle ich immer, den Topf hochzustellen. Das heißt also, wir haben es damals tatsächlich immer so gemacht, wir haben Paletten hingelegt und die ganzen Töpfe auf Paletten gestellt. Die standen nie auf dem direkten Boden. Der Boden ist eine Kältebrücke. Der Boden ja speichert die Kälte, überträgt sie auf die Erde. Und wenn dann eben diese isolierende Luftschicht dazwischen ist, dann hat man eben das viel einfacher. Wir haben da einen Versuch gemacht, wir haben 130 Pflanzen auf Paletten gestellt und 130 Pflanzen auf dem Boden. Und bei den 130 Pflanzen auf den Paletten hatten wir fast gar keine Ausfälle und auf dem Boden haben wir deutlich mehr Ausfälle. Und da eben auch gesehen, desto näher die Pflanzen zur Seitenwand hinzustanden und damit der Boden kälter war, desto näher Probleme hat es ihnen eben bereitet. Du, jetzt bist du uns auf jeden Fall noch die Wiedererweckung schuldig. Da musst du auf jeden Fall noch was zu sagen. Was ist also im Frühjahr zu tun, wenn ich jetzt meine Pflanzen tatsächlich schädlingsfrei über den Winter bekomme? Was mache ich dann? Genau. Die Pflanze muss, also man überwintert ja dafür, um einen Vorsprung zu haben. Oder um eine Pflanze natürlich, ja, man überwintert, um einen Vorsprung zu haben, den sollte man sich natürlich nicht wieder nehmen lassen, indem man eben zu spät die Pflanze wieder darauf vorbereitet, dass es wieder losgeht. Nichtsdestotrotz muss man sich im Klaren sein, wenn man die jetzt, sagen wir, im großen Topf stehen lassen hat und man erweckt die jetzt wieder, dann sagt die, hey, hier geht die Gaudi ab und dann wächst die. Und dann kann es sein, dass sie einem eben schnell über den Kopf wächst und dass man das Problem bekommt, dass man sie, sagen wir, April oder Mai nochmal zurückschneiden muss, weil man sonst Probleme bekommt. Deswegen ist es da eben die Frage, wann möchte ich sie wieder erwecken? Und da geht es eben dann darum, wie viel Potenzial hat die Pflanze noch und wie möchte ich dieses Potenzial nutzen? Ich habe ja vorhin den kleinen Topf erwähnt. Und wenn man mit so einem kleinen Topf den halt über den Winter gebracht hat, dann hat man eben einen klaren Vorteil. Ich kann jetzt, sagen wir mal, Mitte Februar rum, kann ich diesen kleinen Topf in einen bisschen größeren Topf umtopfen und der Pflanze damit eben den Signal geben, hey, hier kannst du ein paar Wurzeln bilden, du kannst langsam beginnen, wieder loszulegen. Wenn die Pflanze in der Winterruhe war, das heißt, die Wurzeln waren unbeschnitten, obenrum war vielleicht ein bisschen was weggeschnitten, aber die Pflanze weiß jetzt nicht, was erwartet mich in Zukunft. Gibt es irgendwas Neues zu entdecken? Damit meine ich eben neues Erdvolumen, neue Nährstoffe. Wenn die Pflanze das nicht weiß, dann wird die
sich ganz lange zurückhalten, ja, auszutreiben und weiterzuwachsen. Deswegen ist da tatsächlich meine Empfehlung. Wir nehmen jetzt einfach mal diese hier als Beispiel, die Pflanze. Ja, wenn die in so einem Topf jetzt über den Winter gebracht wurde und die hat sie überlebt, dann überlege ich mir, ist es in meinem Plan, jetzt ihr einen größeren Topf zu geben? Ja oder nein? Wenn es mein Plan ist, ihr einen größeren Topf zu geben, dann gebe ich ihr halt irgendwie im Bereich Februar, März einen größeren Topf. Ja, wenn das geht, dass ich sie schon drinnen mache. Wenn das nicht geht, dass ich sie schon drinnen mache. Was ich dann mache, ist, ich nehme die Pflanze, den Wurzelballen aus dem Topf raus, hole mir wieder mein Sägemesser und schneide unten einfach, ja, ich würde sagen, 7 bis 10 Zentimeter vom Wurzelballen unten einfach gerade ab. Tu unten neue Erde rein und setz die Pflanze oben drauf. Dann sind die Wurzelspitzen, die Wurzeln einmal durchgeschnitten worden und sagt sie, oh, was ist jetzt hier los? Und sucht und findet, oh, da gibt es neue Erde, da gibt es was, wo ich mich wieder einwurzeln kann. Und in dem Moment beginnt sie sich einzuwurzeln, beginnt wieder neue Triebe zu schieben und dann kann man eben im selben Platzbedarf bleiben. Ja, und wenn man dann natürlich sagt, ich will sie trotzdem später nochmal umtopfen, aber jetzt habe ich nicht den Platz dazu, dann kann man sie später auch nochmal umtopfen. Und je nachdem, wie früh oder wie spät man diesen Wurzelschnitt im Frühjahr macht, kann man natürlich den eben mehr oder weniger machen. Wenn man sagt, hey, es ist jetzt Ende Januar, aber ich möchte eigentlich schon, dass sie langsam wieder loslegt, dann schneidet man ein bisschen mehr. Oder wenn man weiß, okay, jetzt ist es schon März und ich möchte eigentlich, kommt sie Ende April ins beheizte Gewächshaus rein, also schneidet man ein bisschen weniger und gibt dann eben weniger neue Erde. Ja. Und so kann man sich dann eben behelfen und gleich auch oberirdisch, wenn man sagt, man möchte es wiederbeleben, dann schaut man, was sind da für Triebe dran, kann ich die eben leicht beschneiden, sind vielleicht kaputte Triebe dran, die ich rausschneiden kann, um sie eben ein bisschen anzuregen, wieder zu wachsen. Und das ist auch ein Grund, warum ich ja vorhin gesagt habe, viel Potenzial dran lassen. Ja, damit man zur Not sagen kann, okay, die Pflanze muss jetzt wieder erweckt werden, das mache ich jetzt mit einem Schnitt. Also ich kürze jetzt irgendwo einen Trieb ab. Wenn es natürlich wenige Triebe hat, ist natürlich schade, wenn man einer der wenigen oder Triebe dann schneiden muss. Und so, wenn man mehrere stehen lassen hat, kann man sich dann eben da eine aussuchen oder kann man in dem Moment gleich sagen, okay, ich nehme gleich einen Formschnitt vor, schneide hier ein paar Triebe an, weil ich will, dass es so austreibt. Mal, die Yvonne fragt gerade nochmal diesen Wurzelschnitt. Muss man den denn eigentlich dann machen? Also ich würde sagen, man sollte ihn machen, damit die Pflanze sich einfach bewusst wird, es geht weiter, es gibt was Neues. Ich habe das bei meiner allerersten überwinterten Pflanze nicht gemacht. Die war schön eingewurzelt, hatte, glaube ich, so 40, 50 Liter Erde, haben wir über den Winter gebracht, tatsächlich warm und hell, hat funktioniert. Dann habe ich sie wieder rausgestellt und dann hat sich halt nichts getan. Dann hat sich nichts getan und nichts getan. Die Pflanze stand schön da, hatte Blätter, aber ist halt nicht wirklich weitergegangen. Alternativ dazu, wenn man keinen Wurzelschnitt machen möchte und sie soll so im Topf verbleiben, kann man sich natürlich auch versuchen, sie ein bisschen anzufüttern mit ein bisschen Dünger. Zu zeigen, schau mal hier bewegt sich was. Man muss sich aber einfach dann im Klaren sein, wenn man jetzt auf organischen Dünger geht, der muss vom Boden umgesetzt werden und dafür muss der Boden leben und dafür muss der Boden wach sein. Ja, und wach ist der halt erst, wenn der Boden halt eine Temperatur von ca. 12 Grad hat. Das heißt, wenn man bei 10 Grad überwintert, dann tut sich halt im Boden recht wenig, um dann eben dieser Dünger sich umsetzen kann. Dann tut man Dünger drauf und sagt, ich möchte es jetzt reaktivieren, tut sich aber halt dann nichts. Und dementsprechend würde ich schon empfehlen, wenn man den Wurzel nicht selber beschneiden möchte, es reicht ja auch, die leicht zu verletzen und dann eben dann in Kombination mit einer Düngergabe. Aber halt dann mit einer Düngergabe, die halt schnell und einfach schnell verfügbar ist. Da gibt es auch im organischen Bereich einige, die eben ein bisschen schneller verfügbar sind. Wie Nasse bietet da eben einige, auf die nasse Basis Dünger bieten da eigentlich eine gute Möglichkeit, da ein bisschen was, ja,
der Pflanze dann zu geben. Das heißt, in dem Fall, wenn man sie gar nicht aus dem Topf raustun möchte, vielleicht einfach mit dem Bambusstab einmal durchstecken und dann gerne auch das Loch dann einfach mit frischer Erde zu füllen. Ja. Das kann auch sein, dass es schon ein bisschen reicht. Oder die Düngergabe über das Loch reintun. Okay, du sag mal, jetzt fragt man in den Kommentaren massiv nach deinem Knoblauchwasserrezept. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ich kann sagen, wie ich es mache. Wie gesagt, die Rückmeldung von vielen Leuten, es funktioniert nicht, habe ich schon öfters gehört. Also ich nehme eine Zehe, ungefähr ein halbes Liter Wasser, koche die für 20 Minuten auf, lasse die abkühlen. Und dann verdünne ich die 1 zu 5 und spritze die. Ja. Ich habe früher auch größere Konzentrationen gemacht, mit bis zu 1,5 Liter pro Zehe. Also man kann da so im Bereich halber Liter bis 2 Liter kann man gehen pro Zehe. Man kann auch auf einen Liter eben 2 Zehen oder 3 Zehen machen. Und die kocht man dann eben aus. Dann hat man eine schöne Knoblauchsuppe und die verdünnt man dann eben noch 1 zu 5. Und dann kann man sie eben über die Pflanzen sprühen. Hat den Vorteil, dass es stärkt die Pflanze, da ist sehr viel Vitamin B drin und dann werden die Blätter und die Triebe kräftiger und gleichzeitig schafft es ein Klima, was die Läuse nicht mögen. Ja, super. Ja, Alexander, ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Haben wir? Warte mal ganz kurz, lass mich mal kurz. Schau du auch nochmal einmal auf den schlauen Zettel, bitte. Ich hab bei mir alles abgehakt. Mhm. Genau, es war noch die Frage direkt nach Rokotos. Das ist natürlich, als Rokoto-Experte oder Rokoto-Afficionado ganz wichtig. Rokotos sind sehr, die mögen es gerne, überwintert zu werden. Da kann man aber genau die Methoden nehmen, die ich eben auch gesagt habe. Da kann man auch ganz radikal sein, eben von ganz großen Topf auf ganz kleinen Topf gehen, das vertragen die. Wie gesagt, wer aber da dann noch mehr wissen möchte, speziell, können wir auch noch mal vielleicht gesondert noch mal drüber reden. Genau, wie gesagt, Schnittbeispiel haben wir ja gezeigt. Dazu noch nachträglich einfach gesagt, es kommt halt immer ganz stark auf den Wuchs drauf an. Ja, es gibt Sorten, die wachsen, die bilden von unten her ganz schnell ganz viele Triebe. Die beschneidet man natürlich dann ein bisschen anders als welche, die eben, ja, eher hochstämmig wachsen. Ja, und wie gesagt, wer da noch irgendwelche Nachfragen hat, vielleicht können wir da nochmal im Nachgang, wie gesagt, werde ich mir nochmal die ganzen Kommentare durchlesen und schauen, welche ich nochmal beantworten kann und ja, worauf ich noch eingehen muss. Super. Das heißt also, liebe Gartenfreunde und Gartenfreunde, schreibt eure Fragen ruhig auch im Nachhinein noch in die Kommentare. Wir schauen dann nochmal drüber und geben dann noch unsere Tipps entsprechend zu. Ja, Alexander, ich sage ganz, ganz recht herzlichen Dank. Bei dir wird es langsam auch dunkel, sehe ich. Ja. Und deswegen sage ich für heute wirklich ganz, ganz vielen lieben Dank. Lieben Gartenfreunde und Gartenfreunde, euch auch vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Ja, und ich sage bis zum nächsten Mal. Wir kommen zu dem Thema mit Sicherheit nochmal wieder. Also, bis tschüss zusammen. Ja.